Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Multipler Garage. Heute wieder zu bestem Wetter mit bester Aussicht. Ja, ich würde sagen, im Spätsommer, ne, das Multipler-Treffen rückt näher. Das ist ja schließlich das jährliche Highlight eines jeden Multipler-Liebhabers. Ja, ihr seht den 300 Euro B-Power bzw. 300 Euro B-Power Projekt, wie auch immer wir es nennen wollen. Jetzt mittlerweile ein paar tausend Kilometer später, ich glaube so knapp 2.500 Kilometer, bin ich mit diesem Auto nun auf Benzin gefahren, weil ja die Gasanlage nicht funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt schon darüber wisst. Ich hatte ja erst vor einem knappen Monat ein Video gemacht, seitdem hat sich am Motor nun nichts wirklich getan. Größere Verwandlung, glaube ich, ist erstmal im Innenraum. Und zwar haben wir hier erstmal den schäbigen Stuhl rausgenommen. Den haben wir jetzt ersetzt durch den vom Blue Power. Da gab es ja definitiv auch mal ein Video zu, wie wir diesen Sitz ausgebaut haben und quasi als Ersatzteilspender erstmal den Ersatzteilspender zerlegt haben. Den Blue Power. Allgemein die anderen Sitze definitiv im, ich mache das Licht mal lieber hier drin aus, weil ich jetzt sehe, das ist schon leicht dunkel. Die Sitze im definitiv besseren Zustand, als ich es je erwartet habe. Die waren ja vorher mal, sagen wir mal, auf gut Deutsch gesagt, todesranzig. Aber dass die wirklich in diesem Zustand wieder rauskommen, das hätte ich definitiv nicht erwartet. Der Stuhl hier, natürlich kleine Beschädigung, kann man vielleicht mal flicken. Muss man aber nicht. Hinten definitiv genau das gleiche Ergebnis. Hier ist immer noch irgendwas ausgelaufen, was ich nicht anfassen möchte. Man sieht es ganz leicht noch. Das konnte ich durch den Waschsauger auch nicht aufsaugen. Ansonsten die anderen Sitze auch alle schick. Es riecht auch hier drin übrigens jetzt nicht mehr nach Frittenbude. Es riecht hier drin jetzt eigentlich nach noch diesem Sherry-Duftbäumchen, was ich schon weggeschmissen habe. Und ein bisschen nach Reinigungsmittel und Türpappen. Ja, alle ganz schick. Die Türgriffe gingen jetzt leider nicht sauberer als so. Die sind natürlich auch wieder hier beschädigt. Und man sieht es ja, dass die sich abgreifen. Hier unten war überall schwarzer Schimmel drin. Das habe ich alles rausgetan. Unterm Sitz war auch ein paar verschimmelte Taschentücher. Das war schon sehr, sehr grenzwertig. Ich halte zwar schon viel aus, aber das war schon sehr grenzwertig. Hier, das sieht man auch wieder. Das ist auch wieder richtig, richtig schön sauber geworden. Das ist ja immer bei allen Multis, wenn man sich mit dem Arm hier drauf abstützt, dass es halt dann mit der Zeit zu speckig wird. Sieht wieder richtig, richtig gut aus. Ja, hier vorne, das ging jetzt auch nicht besser. Das ist auch irgendwie eingebrannt, kann man sagen. Genauso wie hier, das lässt sich auch nicht besser abmachen. Armaturenbrett ist auch wieder schön sauber. Das war eigentlich alles nur relativ verstaubt. Hier vorne diese Leiste obendrauf, die war auch sehr stark verstaubt. Das Einzige, was ich jetzt noch machen müsste, wäre hier diesen Softlack mal. Da möchte ich, glaube ich, mal einen Originallook erstellen, indem ich mir mit einem anderen Softlack einfach Abhilfe verschaffe. Aschenbecher auch, Radioblender auf, vielleicht kommt ein Originalradio rein, ich glaube aber eher nicht. Ne, aber das sollte schon gemacht werden. Lenkrad ist natürlich für 220.000 sehr stark abgegriffen. Da wollte ich nicht einen Bezug drüber machen, aber ich bin kein Freund von diesen Bezügen. Lassen wir erstmal so. Ne? Einstiegsleisten haben wir auch wieder schön sauber gemacht. Hier drin das auch größtenteils. Hier unten an den Türen auch. Also da bin ich eigentlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Hier auf der Seite hatten wir doch so, keine Ahnung was es war, aber Verschmutzung auf dem Lack. Die sind auch wieder komplett weg. Die hatte ich einmal mit, ihr seht, dass der Lack auch schön zerkratzt ist durch diese Aktion. So Insektenreiniger, ne, den man sich quasi auf die Windschutzscheibe macht, wenn man im Sommer Insekten auf der Scheibe hat, dann mit einer Bürste gebürstet. Das war das Problem. Ne, dadurch ist halt der Lack so schäbig geworden. Aber ich glaube, da muss sowieso mal poliert werden. Aber wenigstens sind jetzt diese Ablagerungen mal weg. Hier unten haben wir noch ein paar Roststellen. Ich glaube, das muss ich einfach alles mal mit Fertan behandeln. Ich habe jetzt auch noch nicht allzu viel gemacht an diesem Auto. Ja, ansonsten ist da außen eigentlich alles noch dasselbe. Hier haben wir jetzt die Fußmatte reingepackt, die ja hier vorher unter den anderen paar begraben lag. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich nur die Hälfte davon habe. Ich weiß jetzt auch nicht, ob vor einem Monat hier die von der Fahrerseite auch bei war. Ich glaube, die war aber zu stark verknickt. Darum halt die wieder rausgenommen. Diese hier habe ich im Hochdruckreiniger sauber gemacht, in mehreren Schritten und danach anschließend die Sonne zum Trocknen aufgehangen. Die sieht jetzt auch wieder fast wie neu aus. Also ich bin jetzt eigentlich hier mit dem Blick so nach vorne und in das Auto ganz zufrieden. Es sei denn, man guckt halt hier in diese Richtung. Hier ist das eigentlich noch immer noch nicht so,
nach meinen Vorstellungen, aber das kann man ja alles noch machen, wie man ja besonders hier sieht, ne? Hier wurde auch schon mal versucht, der Lack zu entfernen, dann hat sich der Staub wieder drauf abgesetzt und naja, es ist halt schon sehr grenzwertig, dieser Softlack, aber das, glaube ich, ist alles machbar. Nun haben wir noch die letzte Hürde vor uns namens TÜV. Er ist jetzt im August abgelaufen. Jetzt haben wir mittlerweile, also heute den 1. September. Ja, wir haben natürlich die Erdgasproblematik hier in diesem Auto. Erste Sache ist, die Flaschen sind nicht mehr gültig, ne? Die zweite Sache ist, er würde eh nicht auf Gas laufen, weil wir noch diverse Störungen haben, was die Gasanlage betrifft. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn mich der TÜV-Mann fragt, ja, möchten wir die Flaschen machen, soll ich ja oder nein sagen? Also ich bin da ehrlich gesagt schon fast auf dem in der Richtung, dass ich sage, komm, schmeiß auf diese Erdgasanlage raus. So gerne ich auch Erdgas fahre, das ist halt mega, mega günstig, die Motoren laufen so sauber damit, ne? Und es ist natürlich auch ja, dumm, jetzt nur auf Benzin zu fahren, weil die dann natürlich eine ganz andere Reichweite haben und das macht natürlich auch keinen Sinn. Mit dem normalen Benziner hast du natürlich deine 700, 800, 900 Kilometer ohne Probleme. Mit dem hier dann 400 oder knapp an die 500. Ja, muss man halt wissen. Also von mir aus, ich meine, so viel fahre ich damit jetzt auch nicht. Also ich würde, glaube ich, eher sagen, schreibt es ruhig mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, einfach die Gasanlage da rauszuschmeißen. Natürlich kommt der Wagen dann natürlich ein ganzes Stück höher. Sieht bestimmt auch wieder nicht so gut aus. Meine Pläne sind, weil der ganze Zustand von dem Ding jetzt nicht so optimal ist, dass ich einfach sage, komm, schmeiß, also die Reifen sind natürlich Schrott, definitiv. Schmeißen wir einfach gute Winterreifen drauf. Und wenn die Gasflaschen draußen sind, erhöht ein bisschen höher, dass wir einfach einen Wintermulti haben. Ne? Also jetzt einen, wo man sich nicht unbedingt so anstellen muss, oh mein Gott, er ist dreckig geworden, er muss sofort gewaschen werden und bloß nicht im Winter fahren, weil ich fahre die anderen Multis, besonders den Ravenna, eigentlich gar keinen fahre ich im Winter mehr, weil einfach die Zustände davon zu stark leiden. Ich würde sagen, wir schmeißen hier die Flaschen raus. Es sei denn, wir haben manchmal so TÜV-Prüfer, die sagen einfach, die gehen halt da nach Augenschein, wenn die Flaschen keinen Rost haben und die Leitungen gut aussehen, dann sagen die, okay, machen wir. Aber meistens wollen die halt dieses Dokument dafür haben, ne, dass die Flaschen noch geprüft sind. Und das würde mich auch hier über 1000 Euro kosten. Und ich glaube, das lohnt sich hier auch wirklich. Man muss natürlich auch, so gerne ich ja Multipla fahre, auch mal so ein bisschen wirtschaftlich denken. Und ich würde jetzt auch keine 1000 Euro mehr in dieses Auto reinstecken. Weil ich für den TÜV weiß, dass noch andere Sachen gemacht werden müssen, zum Beispiel die Feder auf der Fahrerseite, die liegt natürlich schon zu Hause rum. Und der Motorträger vorne, den habe ich ja auch mal in einem Bestandsaufnahmevideo gezeigt, der ist durchgerostet, aber den habe ich auch zu Hause liegen. Da muss vorne links am Schweller ein Stück eingeschweißt werden, das ist auch kein großes Thema. Und ich glaube, ein Querträger noch. Ja, dann wird natürlich wieder im TÜV-Bericht eh drin stehen. Achskörper hinten angerostet. Kann man jetzt nicht verändern. Ich glaube, ich mache da einfach nochmal Vertan dran, aber jetzt nicht mehr vorm TÜV. Einfach halt vorm Winter, dass ich das ganze Ding dann nochmal konserviere. Genau, was ich gerade noch sehe. Den Fernscheinwerfer, den werde ich auch noch vorm TÜV machen. Weiß ich nicht, ob ich es wirklich mache. Ich habe schon mal einen gehabt, der kam damit auch durch ohne Probleme. Ich meine, der liegt zwar hinten drin. Aber ich weiß, na gut, von der Seite kommt man bestimmt leicht dran. Normalerweise muss man die Wischerarme abbauen, um dieses Ding hier oben abzumachen. Aber ich glaube, von der Seite kommst du leicht dran. Ja, mal schauen, vielleicht kommt dann nochmal ein Video zu. Je nachdem, was abbricht und was nicht abbricht. Hier drunter sind noch Schrauben unter dieser Abdeckung. Muss man halt sich überlegen. Aber ich glaube, der muss für den TÜV schon neu gemacht werden. Wobei eigentlich alles leuchtet. Das wundert mich, das Auto ist schon sehr ranzig. Aber alle Standlichter gehen, die Kennzeichenbeleuchtung gehen alle beide. Hier funktioniert wirklich alles. Das ist die Sache. Ja, unten halt der Motorträger. Das habe ich alles zu Hause liegen. Das ist alles keine große Sache. Der Motor ist trocken. Er verbraucht kein Öl. Er verliert kein Öl. Weder Getriebeöl noch sonstiges. Auch kein Kühlwasser. Die Klimaanlage springt an. Das hatte mein Kumpel ja schon in dem in dem ersten Startvideo gezeigt. Aber die kühlt nicht. Also die springt zwar an, ne? Ich weiß nicht, ob die damit zumindest die Scheiben defrosten könnte im Winter. Aber kühlen tut die nicht mehr. Könnte man bestimmt befüllen, ist ja kein Thema. Aber juckt mich nicht. Ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Klimaanlage. Zumal ich eigentlich in einem Multipla eh immer die Fenster unten habe, weil sie halt so groß sind. Ja, dann haut's mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Dann sehen wir uns auf jeden Fall am nächsten Sonntag wieder um 11 Uhr mit einem weiteren Multipla-Video. Bis dann, eine schöne Woche und tschüss.